Servus Leute und willkommen bei diesem Video. Heute wollen wir mit euch mal über eine Kamera sprechen. Aber nicht nur irgendeine Kamera, sondern die Kamera, die wir selbst schon seit fast 4 Jahren so ziemlich jeden Tag nutzen. Diese Sony A7 III. Und heute schauen wir uns mal an, ob wir diese Kamera auch noch im kommenden Jahr 2023 empfehlen können oder ob die Sony A7 III einfach zu alt und überholt ist. Viel Spaß! Nach fast 4 Jahren bilden wir uns ein, so ziemlich jede Marotte und jedes Feature dieser Kamera zu kennen und wollen gemeinsam mit euch klären, ob sich ein Kauf 2023 noch lohnt oder ob es Zeit ist, die A7 III endlich in den verdienten Ruhestand zu schicken. Für alle, die die Sony A7 III noch nicht so richtig kennen, hier mal ein paar Informationen vorweg. Zunächst schauen wir uns einmal die technischen Daten und Specs dieser Kamera an. Natürlich kommt die A7 III mit einem 24 Megapixel Fullframe Sensor. Dieser bietet 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und Full HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, wodurch diese Kamera nahezu jede Art von Videojob locker hinbekommt. Dabei profitiert man von vielen praktischen Features. Extrem präziser Autofokus, interne Bildstabilisierung, 2 Speicherkartenplätze und einen Touchscreen, welchen ihr bei niedrigen Aufnahmen nach oben kippen könnt. Zudem performt die A7 III extrem gut in Szenarien mit wenig Licht und eignet sich super für Run-and-Gun-Videografie. Möchtet ihr also Hochzeiten, Events oder Reisevideos filmen, steht euch nichts im Weg, nur fürs Vloggen fehlt leider ein richtiger Flipscreen. Die A7 III ist zudem auch sehr beliebt bei Fotografen oder Hybrid-Shootern, da sie mit 24,2 Megapixel und einem zuverlässigen Augenautofokus immer für super Porträts sorgt. Was die Anschlüsse der Kamera angeht, finden wir natürlich einen Klinkeneingang für externe Mikrofone, einen Ausgang für Kopfhörer, HDMI, welches wir oft für Livestreaming nutzen, und USB zum Laden der Kamera oder für die Datenübertragung. Nun, da die Facts geklärt sind, möchten wir mit euch mal die größten Vorteile und Nachteile dieser Kamera anschauen. Allen anderen Aspekten vorweg. Die Bildqualität der A7 III ist für heutige Verhältnisse immer noch absolut konkurrenzfähig. Man muss schon sagen, dass mit der Sony A7 III erstellte Videos extrem gut altern. Das liegt vermutlich daran, dass der Sensor und die Bildqualität damals praktisch bahnbrechend war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie befreundete Videografen meinten, dass ihnen das Bild der Sony fast zu scharf und klar ist. Also unrealistisch vorkam. Naja, damals einen Schritt voraus und heute immer noch wunderschön anzusehen. Dabei spielt es außerdem fast keine Rolle, ob man in S-Log 2, HLG oder Cine4-Farbprofilen arbeitet. In der Post hat man hier so einiges an Freiheiten. Dynamic Range beschreibt im Prinzip die maximale Differenz zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle im Bild, ohne dass hierbei ein Pixel unter- oder überbelichtet wird. Auch hier hat die Sony wirklich gute Werte. Von den angegebenen 15 Stops erreicht sie in S-Log 2 unter realistischen Bedingungen ca. 12 Stops, was in den meisten Situationen mehr als ausreichend ist. Das macht es während dem Dreh einfacher, die Kamera einzustellen, und in der Post hat man ein bisschen mehr Freiheiten in der Nachbearbeitung, wenn keine Stellen unter- oder überbelichtet sind. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr schon etwas zur A7 III lernen konntet, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke für Benachrichtigungen. So verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Jetzt aber weiter mit der A7 III. Neben der hervorragenden Dynamic Range bietet die A7 III auch wirklich eine ordentliche Performance in wirklich dunklen Szenarien. Wir selbst haben das vor allem beim Filmen von Konzerten oder manchen Werbeclips gemerkt. Hier kann man oft nicht besonders viel mit künstlichem Licht zuarbeiten und ist den räumlichen Gegebenheiten und Lichtverhältnissen daher ausgeliefert. Möchte man dann auch noch in Slow Motion filmen, kann man sich glücklich schätzen, eine Kamera wie die A7 III zu haben, welche auch mit einem etwas höheren ISO noch perfekte Bilder mit wenig Rauschen produziert. Neben den eher technischen Aspekten wollen wir euch auch mal ein paar Punkte zusammenfassen, weshalb wir die Sony A7 III in den letzten Jahren wirklich lieb gewonnen haben. Hier geht es um verschiedenste Features, welche einem das Leben auf Dreh deutlich einfacher machen können. Legen wir los mit dem Autofokus. Der Autofokus der A7 III ist, auch wenn er nicht die gleichen Features wie die Nachfolge mitbringt, immer noch eins der besten Systeme, die wir kennen. Egal ob Videodreh, Social Media Content oder Vlog. Mit den richtigen Einstellungen kann man sich praktisch sicher sein, dass der Fokus immer stimmt. Auch wenn man die Kamera mal unbeaufsichtigt lässt. Dabei funktioniert der Autofokus tadellos mit allen Sony-Objektiven und den oft günstigeren Alternativen von Drittanbietern. Jetzt wird's wirklich wild, Leute. Denn jetzt geht's um die Batterielaufzeit der A7 III. Dies ist nämlich mehr als gut. Dabei ist es auch ziemlich egal, ob die Kamera gerade filmt oder sich nur im Standby befindet. Denn selbst wenn man hier Vollgas 4K in 24 FPS filmt, hält der Akku mehrere Stunden. Wir haben eigentlich deshalb immer einen Akku in der Kamera und einen im Ladegerät, da die Akkus üblicherweise schneller laden, als dass diese in der Kamera leer werden. Wenn der Akku dann langsam leer wird, dann wird einfach getauscht und weiter geht's. Problematisch beim langen Filmen ist die Batterielaufzeit also nicht. Da gibt es eher ein paar andere Faktoren, die den Spielverderber machen. Schauen wir uns deshalb mal an, was uns nicht so gefällt oder einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Was für eine Überleitung. Legen wir einfach mal los mit den Dingen, die einen längeren Videodreh unangenehm machen könnten.
Leider gehört die Sony A7 III noch in eine Zeit, in der es üblich war, Hybridkameras bei der Videoaufnahme auf 30 Minuten zu begrenzen. Das wird besonders bei langen Interviews oder dem Filmen von Videopodcasts anstrengend, da man die Kamera nach 30 Minuten immer neu starten muss. Wir selbst haben das lang genug gemacht und fröhlich 3 Kameras neu gestartet, was wirklich den Flow aus einem Gespräch oder Interview bringt. Die neueren Kollegen A7S III, 7C oder A7 IV haben dieses Problem nicht mehr. Hier kann man einfach filmen, bis der Akku leer ist oder die SD-Karte verläuft. Jetzt könnte man vielleicht via Software-Hack oder Neustart länger filmen. Leider kommt dann direkt das nächste Problem um die Ecke. Wer schon länger mit der A7 III filmt, kennt das wohl. Dieses nette orangene Icon am oberen Rand des Displays, welches auf ein Überhitzen der Kamera hinweist. Üblicherweise tritt es je nach Außentemperatur oder Objektiv nach ca. 45 Minuten 4K-Filmen auf und kann von da an nur durch ein Ruhenlassen der Kamera behoben werden. Das heißt Kamera aus und Pause. Auch hier gibt es eine Handvoll Workarounds und Tipps, wie man das Überhitzen hinauszögern kann. Aber am Ende muss man immer die Angst haben, dass die Kamera einfach ausgeht und eventuell der gedrehte Clip fehlt. Das nächste Problem wird tatsächlich mittlerweile immer schwieriger, da sich 4K im Bereich Online-Videos mittlerweile als Standard etabliert hat. Die Sony A7 III bietet nämlich in 4K maximal 30 Bilder pro Sekunde und das reicht nicht wirklich für Slow-Motion-Aufnahmen. Möchte man mit dieser Kamera ein 4K-Projekt mit Slow-Mo-Szenen verwirklichen, bleibt praktisch nur noch das Upscaling, also Full HD filmen und das Material in Premiere oder dem Schnittprogramm eurer Wahl auf 4K hochskalieren. Das kann man gut und gern mal für ein paar Szenen machen, aber die Qualität des Bildes ist einfach nicht so gut wie bei 4K Material, weshalb wir grundsätzlich davon abraten. Heutzutage werden die meisten Kameras in dieser Kategorie mit mindestens 4K 60 FPS angeboten, was die A7 III hier wirklich ein Stück zurückwirft. Ein Problem, was viele Einsteiger oder auch fortgeschrittene Fotografen vielleicht gar nicht stört, aber für uns mittlerweile ein absolutes das Problem ist die Farbtiefe der A7 III. Diese filmt nämlich lediglich in 8-Bit Color. Was bedeutet, dass die Sony A7 III lediglich zwischen 16,7 Millionen Farben unterscheiden und diese filmen kann. Neuere Kameras wie die A7S III oder die Sony A7 IV hingegen können in 10-Bit zwischen mehr als 1 Milliarde Farben unterscheiden. Wie ihr euch denken könnt, gibt es hier also deutlich mehr Spielraum in der Postproduktion, da das Color Grading einfacher wird und man stärkere Gradings machen kann, ohne dass Störfragmente im Bild zu sehen sind. Da wir mittlerweile viel mit einer Sony FX6 und einer Sony A7S III filmen, sind wir hier von den neueren Codecs, Farbprofilen und Möglichkeiten ein wenig verwöhnt. Filmen wir also zusätzlich mit einer älteren A7 III, dann kann es schon mal schwierig werden, die Kameras aufeinander abzustimmen. Apropos Kameras aufeinander abstimmen. Wer Footage von der A7 III schon mal im Color Grade hatte, kennt bestimmt das gute alte Problem mit dem Magenta Shift. Dieser äußert sich darin, dass das Bild je nach Beleuchtungssituation und White Balance oft eine leichte rosa Färbung bekommt. Hier scheint die Color Science von Sony einfach noch nicht weit genug gewesen zu sein, denn aktuelle Modelle haben deutlich akkuratere Farben, auch unter schlechten Bedingungen. Ich weiß, dass wir den Autofokus dieser Kamera eben noch bei den Vorteilen in den höchsten Tönen gelobt haben. Aber auch hier muss man sagen, dass es mittlerweile stärkere Features am Markt gibt. Zwar liefert die Sony A7 III für einen soliden Preis einen beeindruckenden Autofokus, aber aktuellere Modelle sind einfach stärker im Autofokus und der Objektverfolgung, sodass man hier bessere Prüfmechanismen und eine höhere Zuverlässigkeit beim Fokus erreicht. Puh! Wie zieht man jetzt bei all diesen Faktoren noch ein vernünftiges Fazit, indem man Preis, Features und andere Kameraoptionen gleichermaßen mit einbezieht? Versuchen wir das einfach mal. Die Sony A7 III ist auch 2023 immer noch eine wirklich vernünftige Kamera. Und alle da draußen, die irgendwann mal so ein Ding hier gekauft haben, herzlichen Glückwunsch, wirklich gute Wahl. Besonders wenn man die Sony als Hybrid-Kamera nutzt, also nicht nur filmt, sondern auch Fotos macht, bekommt man hier so einiges für sein Geld. Gebraucht bekommt man die Sony einfach mittlerweile für 1300 Euro. Wenn man Glück hat, ist dann sogar schon ein Objektiv dabei. Da gibt es zwar auch einiges an Konkurrenz, zum Beispiel eine Blackmagic Pocket Cinema, die aber einen nicht so guten Autofokus hat, oder eine GH5, die aber keinen Vollformatsensor besitzt. Aber wenn die Features der A7 III wirklich zu dir oder deinen Projekten passen, dann ist die A7 III auch noch 2023 wirklich konkurrenzfähig. Vorausgesetzt natürlich, keine der eben genannten Einschränkungen stellen für dich ein Problem dar. Wird es dann aber spezieller, also ihr benötigt zum Beispiel keinen Full-Frame-Sensor, dann gibt es mittlerweile bessere Alternativen. Benötigt ihr nicht die Fotografierfunktion, dann gibt es mittlerweile bessere Optionen. Benötigt ihr? Ich denke, ihr versteht, auf was wir hinaus möchten. Die A7 III ist einfach ein Wahnsinns-Allrounder mit einem soliden Preispunkt. Wenn ihr am Zweifeln seid, schaut euch einfach mal noch Alternativen wie die Blackmagic Pocket Cinema 4K, die Panasonic GH5 Mark II, die Canon EOS R oder die ziemlich ähnliche A7 III an. Da findet ihr bestimmt was Passendes. Wir selber lieben die A7 III und werden das Ding auf keinen Fall verkaufen.
Zur Not wird ihr einfach für Urlaubsfotos genutzt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Videos wie dieses sehen möchtet, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke für Benachrichtigungen. So verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Falls ihr noch Fragen habt, lasst uns einfach einen Kommentar da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerade wenn wir das Material dann zusammen mit der FX6 zusammen... Saugt hier gerade jemand? Oder eine GH5, die aber kein Vollformat-Sensor besitzt, ey. Besitzt keinen Sensor, ey. Scheiße, Mann. Haha.